Hallo und willkommen. Mein Name ist Susanna Belloni. Ich bin spiritueller Coach, Bloggerin und Autorin. Und in diesem Video möchte ich dir eine ganz tolle Autorin und spirituelle Lehrerin vorstellen mit Namen Florence Scovel Shinn. Florence hat gelebt Anfang des 20. Jahrhunderts in New York und New Jersey und wurde gar nicht so sehr über ihre Bücher bekannt, als dass sie selbst unterrichtet hat und sehr viele Schüler hat. Vielleicht kennst du Louise Hay, die auch tolle Autorin ist und die mit Affirmationen sehr bekannt wurde. Sie ist eine der, ich weiß nicht, Schülerinnen oder Nachfahren von Florence, denn bei Florence Scovel Shinn dreht sich alles um das gesprochene Wort. Der Mensch hat ja gegenüber den Tieren zwei Dinge, zwei Fähigkeiten voraus. Und das ist zum einen ein sehr komplexer Verstand, zum anderen auch eine komplexere Sprache. Nun, viele der Manifestationstechniken beschäftigen sich mit diesem Verstand, mit diesen Gedanken, die in uns drinnen sind. Und das ist sicher sehr wesentlich. Nur wenige, wie Florence auch, beschäftigen sich viel mehr mit dem gesprochenen Wort und mit der Macht des Wortes. Florence hat uns drei interessante Bücher hinterlassen, nämlich Das Spiel des Lebens und seine Gesetzmäßigkeiten. Dann Dein Wort ist ein Zauberstab. Das geheime Tor zu Fortschritt und Erfolg. Und ein Buch wurde noch posthum von ihren Schülern veröffentlicht in ihrem Namen. Das war eine Zusammenfassung von den Vorträgen, einigen der für sie wichtigsten Vorträge, die Florence gehalten hat, und lautet Die Macht des gesprochenen Wortes. Auf Deutsch erhältlich ist das Ganze in einem Sammelband und in den Beschreibungen findest du die ISBN-Nummer dafür, wenn dich das interessiert. Ja, aber worum geht es denn bei Florence Scovel Shinn? Nun, man muss vorausschicken, sie gehört zu einem Teil der Neugeistbewegung, die sehr christlich orientiert war, sehr im Glauben verankert, sich sehr auf die Bibel berufen hat. Und das ist vielleicht Geschmackssache. Das muss man mögen oder zumindest akzeptieren können. Ja, ihre wichtigen Techniken allerdings sind das gesprochene Wort. Das heißt, sie hat sich für ihre Klienten und ihre Schüler Sprüche ausgedacht, die wie Affirmationen wirken. Oft waren die aber in Reimen oder hatten alte Weisheiten zugrunde. Und dieses Wort hat sie für den anderen gesprochen, ihm mitgegeben, also diesen Spruch. Und er musste es so oft wie möglich wiederholen. Sie gibt dann noch Tipps dafür, zum Beispiel, dass man, während man seinen Spruch spricht, man sich auch bewegen sollte, also vielleicht spazieren gehen. Eine Schülerin von ihr tanzte auch wahnsinnig gern zu guter Musik oder sich in sonst irgendeiner Form bewegen. Angeblich würde dann das Wort noch stärker das Unbewusste oder das Unterbewusstsein prägen und formen. Und darum ging es ihr im Wesentlichen. Eine weitere wesentliche Eigenschaft von Florence Scovel Shinn war sicher, dass sie sehr in ihrem Glauben, in ihrem christlichen Glauben verankert war. Aber ihr Gottesverständnis war ein anderes als vielleicht manche meinen, dass da eine Person draußen ist oder eine Entität, die sich Gott nennt, sondern sie hatte das gleiche Verständnis wie viele andere, wie Neville Goddard oder Joseph Murphy, die gewusst haben, dass Gott in uns ist, dass wir Schöpfer sind. Und aus dem heraus gestalten wir unser Leben und kreieren wir unser Leben. Natürlich hat sie sich dann besonders mit dem gesprochenen Wort auseinandergesetzt und wie man es benutzen kann. Sie hat aber auch
etwas weitergegeben, das nennt sich Act of Faith. Also zu Deutsch Aktion des festen Glaubens. Und damit meint sie das manifestationstechnisch. Nämlich, wenn ich davon überzeugt bin, dass ich mein Ziel erreichen werde, dann soll ich irgendetwas tun, das genau dem entspricht, einem Wissen entspricht, dass es kommen wird. Also zum Beispiel, ich wünsche mir eine neue Wohnung, dann habe ich vielleicht jetzt den Impuls, dem ich unbedingt folgen soll, neue Bilder zu kaufen für diese Wohnung oder neue Decken, vielleicht auch irgendetwas anderes, was ich mir immer schon gewünscht habe und ich sicher in dieser Wohnung brauchen werde. Einfach um zu beweisen, dass man gewiss ist, dass dieser Wunsch eintreten wird. Ja? Also der Glaube daran, dass das Ziel erreicht wird und dass ich mir das manifestieren kann. Ja, es gibt noch andere ganz interessante Dinge, die uns Florence Kobel-Shinn erzählt, wenn es darum geht, wie wir manifestieren. So sagt sie zum Beispiel, diese Situationen, wo man sich etwas sehr wünscht und es tritt beinahe ein. Also zum Beispiel, du wünschst dir unbedingt im Lotto zu gewinnen und tatsächlich kommen deine Zahlen. Nur du hast den Lottoschein nicht abgegeben. Dann sagt sie, jetzt erst recht Gas geben, denn dieser Hinweis bedeutet, es ist Land in Sicht. Du bist schon fast dran. Umgekehrt kann es aber auch so völlig hoffnungslos aussehen, sodass du sagst, es schaut überhaupt nicht danach aus, dass mein Wunsch auch nur ansatzweise in Erfüllung gehen würde. Ganz im Gegenteil, es wird immer schlimmer und schlechter. Auch das kann ein Hinweis sein, dass eine Manifestation oder wie sie es nennt, Demonstration kurz bevorsteht. Und das nennen wir auch gerne die Dunkelheit vor dem Sonnenaufgang. Ja, wenn die Nacht am dunkelsten ist, die dunkelste Stunde, wird sie das nennen. Weiters gibt sie uns auch einen ganz wichtigen Hinweis, wenn wir einen Impuls haben, eine Intuition, etwas, was uns magisch anzieht, dann sollen wir dem immer folgen. Also egal wie unsinnig oder unstimmig es erscheinen mag, diese Impulse von innen heraus sind tatsächlich unsere innere Führung, der wir unbedingt folgen sollen. Wenn es um Manifestationen geht, dann ist Florence Kobel-Shinn nicht so detailorientiert oder konkret im Wünschen. Sie rät uns eher ungefähr zu wünschen. Also zum Beispiel wünsche ich mir, sagen wir, ein Haus. Dann soll ich mir das richtige Haus für mich, das genau zu mir passt und zu mir gehört, wünschen. Viel mehr, als dass ich vielleicht ein Haus sehe und sage, das muss ich jetzt haben. Sie meint, das ist viel klüger und es macht auch Sinn, wenn man sich's durchdenkt, dass ich doch das haben möchte, was wirklich perfekt zu mir passt und nicht ungefähr. Und sie lässt es einfach offen, ob ich jetzt schon das richtige Haus gesehen habe und das meine oder ob es vielleicht sehr ähnlich ist, sogar vielleicht noch besser. Ja, Theoretisches gibt es auch von Florence Kobel-Shinn. Und ich habe mir da ein paar Stichworte gemacht, was ich besonders herausragend finde, was sie über Gott und das Weltbild, das wirklich diesem Schöpferbewusstsein entspricht, erzählt. Ganz wichtig, es gibt nur eine Kraft. Das heißt, es gibt nur eine gute Kraft. Will heißen, all diese anderen angeblichen Mächte, die es da draußen geben soll, die dieser guten Kraft dagegen arbeiten, sind eigentlich menschengemacht und existieren nur in unserem Verstand. Ja, alle Menschen sind unsere Mitarbeiter. Wir arbeiten auf einer ein bisschen
höheren Ebene, wenn man so im Bewusstsein ein bisschen höher geht, sieht man doch, wie alles zusammenfließt und wir alle miteinander kreieren. Und das sollte uns ganz klar sein, dass wir keine Feinde haben, dass wir gegen nichts kämpfen brauchen, sondern dass der Lauf der Dinge von uns selbst bestimmt wird und jeder dazu beiträgt. Dann ganz wichtig ist ja auch Dankbarkeit und Wertschätzung. Das sind die zwei Worte, die vielleicht ein bisschen schwacher sind. Trotzdem geht es darum, wenn ich eine Manifestation habe, sie auch zu behalten, zum Beispiel, führt auch über die Dankbarkeit. Sie sagt zum Beispiel, alles, wofür ich nicht dankbar bin, was ich nicht wertschätze, da muss ich Angst haben, dass ich es verliere. Umgekehrt ist es auch so, dass wir eigentlich wissen von den Manifestationstechniken her, dass wenn wir in dieses Gefühl der Dankbarkeit kommen und uns und die Man das Manifestieren viel leichter fällt, weil dann können wir schon für das zukünftige Ereignis Danke sagen und das gibt dem die Kraft, das signalisiert unserem Unbewussten, ich habe es schon so gut wie in der Tasche. Ja, das gesprochene Wort ist so gesehen eigentlich wie ein Lautsprecher für unsere Gedanken. Und alles, was wir sagen, auch wenn wir es im Scherz sagen, kann sich irgendwie manifestieren. Ja, Florence hat sich mit allen möglichen Themen beschäftigt, angefangen von Geschäftsthemen, Liebesdingen, aber auch Gesundheitssachen. Und sagt, sag nichts im Scherz. Sie erzählt ja die Geschichte von einer Dame, die immer zum Scherz gesagt hat, ich würde so gerne meine Brille loswerden, ja, weil sie gerne ohne Brille gesehen hätte. Und tatsächlich hat sie sie ständig verloren, bis ja, man draufgekommen ist, dass sie es eigentlich durch ihre eigenen Worte manifestiert hat. Ja, auch die Absicht, mit der man manifestiert, ist ganz wesentlich. Die soll möglichst in diesem Liebesgefühl, in diesem freundschaftlichen Gefühl sein oder wenn man es geistig ausdrücken will, voller nobler Absichten. Dann überleg mal, alles manifestiert sich irgendetwas. Sie spricht sogar davon, dass alles, was du aussendest, wie ein Bumerang zurückkommt. Also willst du eigentlich nur Großartiges und Schönes, Gutes anderen wünschen, dir wünschen, so dass sich das auch so manifestiert. Ja, sie kennt auch viele Gesetzmäßigkeiten. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da den Überblick ein bisschen verloren über die Gesetze, die sie da so erwähnt, weil sie sie nicht konsequent ausführt, vor allem nicht in ihren Büchern. Ganz klar kennt sie das Karma-Gesetz, das entspricht wirklich dem, was ich vorhin gesagt habe. Noble Gedanken aussenden, gute Wünsche, tolle Gefühle, dann kommt das auch zurück. Ja, und zum Schluss macht sie uns auch noch ganz klar, dass wir selbst Gott sind. Ja, wir sind Gott in einem Körper, jeder von uns hat Gott in sich selbst drinnen, der da erschafft und kreiert und ein Leben lebt. Daher können wir alles haben, was wir möchten. Wir brauchen keine falsche Rücksicht nehmen auf irgendjemanden oder schlechtes Gewissen haben, denn jede nicht so noble Absicht wird sich wieder an uns rächen und daher können wir völlig frei sein in unseren Wünschen und Gestalten. Ich kann euch die Bücher von Florence nur empfehlen. Sie sind vollgespickt mit tollen Geschichten, mit tollen Erfolgsgeschichten von Manifestationen. Wie gesagt, man muss da über dieses sehr christlich orientierte Denken ja, ein bisschen hinwegsehen oder das ein bisschen verstehen können. Ich finde es eine wahnsinnig tolle Frau und Lektüre. Meiner Erfahrung nach vielleicht auch eher einem weiblichen Publikum zugesprochen. Denn ihre Ausführungen sind sehr emotional, sehr gefühlsbetont, sehr somatisch. Und vielleicht hat sie mir gerade deshalb so gut gefallen. Ja, so viel zu Florence Cobleschine. Wenn dir das gefallen hat oder du noch eine Frage, Kommentar, was auch immer hast, bitte benutzt das Kommentarfeld unten
Und abonniere gerne meinen Kanal. Es wird noch weitere Videos zu tollen Metaphysikern geben und selbstverständlich auch zu deren Manifestationstechniken. So long, ciao, ciao.